WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Mit Thomas Koch und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, der seit über 40 Jahren als Journalist arbeitet. Erst für die Deutsche Presseagentur in Düsseldorf, später für den Norddeutschen Rundfunk, dort viel für das Magazin Panorama. Seine letzten zwei großen Reportagen, die Kickstory über skandalöse Arbeitsbedingungen beim Textildiscounter und der Drückerkönig und die Politik, über unseriöse Finanzberatung und die Machenschaften des AWD-Gründers Carsten Maschmeyer. Diese beiden Filme haben für viel Wirbel und intensive juristische Auseinandersetzung gesorgt. Guten Morgen, Christoph Lüttgert. Guten Morgen. Wann haben Sie sich größere Sorgen um die Pressefreiheit gemacht? Als junger Quereinsteiger bei dpa in Düsseldorf oder als 61-jähriger Ruheständler, der noch als freier Mitarbeiter bei Panorama und beim NDR arbeitet? Also Versuche, die Pressefreiheit zu beschädigen, einzuschränken, die hat es immer gegeben. Von daher mache ich mir heute keine größeren Sorgen, als ich sie mir damals gemacht habe. Und ganz offen, richtig Sorgen mache ich mir Gott sei Dank gar nicht, zumal ich für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeiten darf. Und das ist schon ein Privileg. Wir haben ja eine ganz, ganz vorzügliche Rechtsabteilung und diese Angriffe gegen die Pressefreiheit laufen ja meist durch Gerichtsauseinandersetzungen. Und wenn man da ein gutes Justiziariat im Rücken hat, dann kann man diesen ganzen Auseinandersetzungen schon ziemlich gelassen entgegensehen. Also Pressionsversuche hat es früher gegeben, Pressionsversuche gibt es heute. Mhm. Zu Beginn Ihrer Reportage über den Finanzdienstleister AWD und die Machenschaften seines Gründers Carsten Maschmeyer richten Sie sich an die Zuschauer, also sitzen vorne vorm Film im Grunde in einem Schneidestudio und verweisen auf die einstweiligen Verfügungen, die ergangen sind. Und Sie sagen, jetzt sehen Sie also die Version, die uns Maschmeyer und die Richter erlaubt haben. Ja, das ist ja das, was wir ins Internet gestellt haben. Also Der eigentliche Film war ja eben ohne jede Schwärzung. Und dann gab es so viele einstweilige Verfügungen, dass wir gesagt haben, davon dürfen wir uns aber den Film nicht kaputt machen lassen. Denn es gibt ja ganz, ganz viele Leute, immer mehr Leute, die sich sowas im Internet nochmal angucken wollen. Und dann haben wir eben mal damit dokumentiert, wie abstrus diese Auseinandersetzungen vor Gericht geradezu sind und was der einem alles verbieten lässt. Und man wundert sich dann in der Tat auch ein bisschen über die deutsche Justiz, die einen solchen Ansinnen stattgibt. Und wir haben eigentlich den Film dadurch, wie wir finden, fast verschärft. Denn wir haben diese Stellen geschwärzt, die Leute konnten sich ein Bild machen, aber wir haben gleichzeitig erzählt, was diese Stellen gezeigt hätten, sodass man diese Auseinandersetzung richtig gut nachverfolgen konnte. Die Menschen, die eine Zeitschrift wie Gala regelmäßig lesen oder die Boulevard-Sendung sich angucken, die kennen natürlich Carsten Maschmeyer, weil der ist seit einiger Zeit mit Veronika Ferres zusammen und insofern, auch er war zusammen mit ihr beim Pokalendspiel jetzt am Wochenende, heute Morgen noch ein Bild in der Zeitung. Erklären Sie uns kurz, mit wem wir es zu tun haben. Wer ist der Mann? Carsten Maschmeyer ist ein Finanzgenie, das muss man ganz klar sagen. Der hat in den 80er oder 90er Jahren, das weiß ich gar nicht mehr genau, hat er diesen Finanzdienstleister AWD gegründet. Das ist ein sogenannter Strukturvertrieb. Da sind also regelrechte Drückerkolonnen, die machen Haustürgeschäfte, verkaufen den Leuten Versicherungen, aber eben auch teilweise richtig ominöse Finanzprodukte. Das schlimmste Produkt, mit dem sie tausende Menschen ins Unglück gestürzt haben, waren sogenannte geschlossene Fonds. Das haben sie Kleinanlegern, die irgendwas für ihre Altersversorgung tun wollten, verkauft und denen immer gesagt, todsichere Sache. Könnt ihr gar nichts falsch machen. Ihr werdet einen riesen Gewinn damit machen und euer Alter ist gesichert. Und so kleine, naive Leute haben das geglaubt. Und das Risiko, dass sie da einen Totalverlust erleiden können, dass diese Wahrscheinlichkeit sogar sehr groß ist, das wussten die eben nicht. Und sodass dann eben ganz, ganz viele Menschen vor finanziellen Trümmern gestanden haben. Und damit ist dieser Carsten Maschmeyer schwer, schwer reich geworden. Er hat sein AWD ja dann an einen Schweizer Versicherungskonzern verkauft. Er wird heute auf 650 Millionen Euro geschätzt. Das ist eine ganze Menge. Und nach der Erstausstrahlung des Films, Ihrer Reportage und dem Platz in der ZDF-Mediathek, wo man sich das Ding jetzt im Grunde angucken kann mit den Kommentaren, die sich aus der juristischen Auseinandersetzung ergeben haben, ist einiges passiert. Worum wurde konkret gestritten in dieser Zeit? Es wurde vor allem um eine Szene gestritten. Und zwar diese Szene zeigt, wir haben immer wieder natürlich versucht, das ist ja ein journalistischer Grundsatz, den man beschuldigt, dem muss man natürlich auch Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Also wir haben uns immer wieder um ein Interview mit Carsten Maschmeyer bemüht. Ich bin da so weit gegangen, wie ich es gegenüber Politikern normalerweise nicht tue. Ich habe ihm ganz konkret die Fragen aufgeschrieben und die Fragen komplexe. Und wir wurden immer hingehalten und am Ende ist es nie zu dem Interview gekommen. Er ist uns also regelrecht weggelaufen.
Dann haben wir sowas, im Fernsehen müssen sie ja alles zeigen, was sie machen. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir dieses richtig auch darstellen, wie dieser Mann uns wegläuft. Und er hatte einen öffentlichen Auftritt in Frankfurt auf so einem Finanzkongress. Und da bin ich mit laufender Kamera auf ihn zugegangen. Er bereitete sich da im Foyer noch vor, aber es war ein öffentliches Gelände. Wir hatten Drehgenehmigung, alles. Mhm. Also wir haben nicht überfallen. Und ich gehe mit laufender Kamera auf ihn zu und sage wirklich ganz brav und sehr zurückhaltend, guten Tag, Herr Dr. Maschmeyer. Er hat ja einen Dr. HC. Mein Name ist Christoph Lüttgert vom Norddeutschen Rundfunk und wollen Sie uns nicht mal ein Interview geben? Und ich frage Sie so ganz generell und er schweigt einfach. Er ignoriert mich und hat da so einen Assistenten, der sehr dienstfertig sagt und sagt, Sie sehen doch, er will jetzt nicht gestört werden, bitte gehen Sie und so. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht, ich möchte von ihm die Antwort haben. Und diese Szene war am Ende doch extrem peinlich für ihn, weil sie eben offenbarte, wie dieser Mann sich um eine Auskunft drückt, nachdem wir alles gezeigt haben, was er gemacht hat. Aber ihm war zu dem Zeitpunkt klar, wer sie sind und worum es gehen sollte, logisch. Ich hatte mich vorgestellt, wie gesagt, mit Namen, er kannte mich auch schon. Mhm. Das ist ganz klar. Und wir hatten ja so und so viele schriftliche Anfragen. Er wusste genau, der Norddeutsche Rundfunk plant einen Film über ihn. Das war alles mit offensten Karten gespielt. Aber weil er eben da so entlarvt wurde, kann ich mir gut denken, dass er das nicht gezeigt haben wollte. Und was wir wirklich nicht verstehen, dass ein Gericht dem stattgegeben hat. Wir sind aber absolut sicher, so eine Einstweilverfügung kriegen Sie ja ganz schnell. Mhm. Wenn es in die Hauptverhandlung geht und da wird es zukommen, dann werden wir diese Stelle freikriegen. Und da wird sie wieder richtig gezeigt. Also es ist ja auch seltsam, dass ein Gericht das verbietet, den Versuch an jemanden heranzukommen im öffentlichen Ort, eine Person, die eigentlich schon öffentlich bekannt ist und auch eine Bedeutung hat. Ja, völlig richtig, seltsam. Ich kann es auch nicht erklären. Also wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, können Sie sich irgendwie in die Begründung der Richter reindenken? Nein, kann ich nicht. Mhm. Auch unser Justiziar war völlig, völlig überrascht und hatte nie damit gerechnet, dass das Ding durchgehen würde. Also es gibt dann so Streitigkeiten auch, das wollen Sie auch nicht, dass wir es zeigen. Wir haben Maschmeyers Haus von außen gezeigt. Einfach als Symbol, wie reich der Mann ist. Wenn Sie dieses Haus sehen, das hat wirklich einen Ostflügel, Mittelteil und Westflügel. Das ist, also ich würde sagen, ein paar hundert Meter von der Frontlinie. Mhm. Vielleicht verschätze ich mich da auch. Aber es ist bombastisch. Und das Tolle ist, wenn Sie bei Google Street View gucken, die ganze Straße ist verpixelt, aber sein Haus können Sie sehen. Aber wir dürfen es nicht zeigen. Das ist dann auch wirklich ein bisschen Pillepalle. Also diese Streitereien, gehen dann manchmal auch ins Lächerliche. Nun hatten Sie den Fragenkatalog in der Tasche und Sie haben die Fragen ihm auch schon mal rübergeschickt. Was ist Ihre Lieblingsfrage von diesem Zettel? Nein, ich will ihn einfach fragen, eine ganz simple Frage, Herr Maschmeyer, wollen Sie nicht irgendwann mal daran gehen? Denn es ist ja unumstritten, dass Sie viele tausend Menschen geschädigt haben und dass Sie dadurch unendlich reich sind. Wollen Sie nicht irgendwann doch mal rangehen, den Schaden wenigstens teilweise wieder gut zu machen, aus Ihrem Geld? Die Leute, und ich kann Ihnen die Namen nennen, und Sie wissen sie alle selber, der hat ja die Listen. Oder der AWD hat die Listen. Was machen Sie mit denen? Wie stellen Sie sich zu den Vorwürfen? Und wollen Sie die Leute nicht entschädigen? Wollen Sie nicht einen Teil Ihrer Verluste zurückzahlen? Das ist immer die zentrale Frage, die ich ihm gestellt hätte. Nun werden, wir erleben das ja auch in anderen Bereichen, viele Anleger, auch Kleinanleger, die Geld verloren haben, sind genau mit dieser Frage vor Gericht und versuchen nachzuweisen, dass sie falsch beraten worden sind. Wenn das geht, wird entschädigt. Ist das in dem Fall auch so? Ja, das ganz Fatale ist ja, dass wir eine neue Gesetzeslage seit 2002 haben. Und da sind genau diese Sachen, für die gilt eine Verjährungsfrist von 3 Jahren. Die hat's früher mal, war diese Verjährungsfrist 30 Jahre. Das heißt, die Anwälte sind verzweifelt auch. Also hier im Rheinland gibt es ja die große Kanzlei Baum und Reiter. Baum, der frühere Bundesinnenminister, der ist spezialisiert auf sowas. Der schafft es immer wieder, dass dann doch irgendwelche Vergleiche kommen. Das gibt ja auch andere solche Finanzdienstleister. Ist ja nicht nur der AWD. Aber in der Regel ist es so, dass ganz, ganz viele Petenten dahin kommen. Die gucken einmal in die Akten, die Anwälte, und sagen, Leute, Verjährung, können wir nichts machen. 3 Jahre. Denn das Schlimme ist ja, zu Anfang merken die Leute gar nicht, dass sie geschädigt worden sind. Da gibt es gewisse Rückzahlungen. Das halten die Leute bei diesen geschlossenen Fonds immer für Dividenden. Das sind gar keine Dividenden, sondern das ist aus dem, was sie eingezahlt haben, kriegen sie wieder Geld zurück. Und dann freuen die sich unheimlich und sagen, Junge, das klappt. Das läuft. Der hat mir nicht, das läuft ja. Und dann, das ist dann wie so eine Droge. Dann sagen sie, der Vertreter hat uns nicht zu viel versprochen. Dann schließen sie das nächste Ding ab. Also wir haben so eine Familie, die hat sich immer weiter. Und auf einmal, als es dann anfing, das ist dann wie so ein Dominospiel, als es dann anfing, dass die Rückläufe nicht mehr kamen,
Ne? Und dann, die hatten auch noch Schrottimmobilien im Osten gekauft, alles über den AWD. Und dann auf einmal merkten sie das Desaster. Wir zeigen in unserem Film einen Vater und seine erwachsene Tochter, die haben zusammen weit über 100.000 Euro Verlust. Und sie wollen im Grunde mit dem Mann ein moralisches Gespräch führen, jetzt wo das Juristische im Grunde nicht mehr möglich ist. Ja, wenn er sich jetzt einem Gespräch stellen würde, würde ich mich natürlich dem nicht entziehen. Aber wir machen keine weiteren Journalisten. Wir haben mehrere Filme über Maschmeyer nebenbei gemacht. Also einen fürs Erste, dann einen für Panorama auch noch und ich glaube zwei oder drei im Dritten. Also es ist nun auch, darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir einen Verfolgungswahn hätten, dass wir also Herrn Maschmeyer nun bis an sein Lebensende verfolgen wollten. Wir haben, finde ich, in seltener Klarheit aufgezeigt, was das in Wahrheit für ein Mann ist. Denn es ist ja ein Phänomen, dass die Großen der Politik sich regelrecht um ihn drängen. Seine Partykeller, seine Partys waren ja absolut gefragt. Und das haben wir einfach mal richtig entlarvt. Und damit ist nun auch genug. Damit sind wir beim zweiten Teil des Filmtitels, der Drückerkönig und die Politik. Viele werden sich noch daran erinnern, dass Christian Wulff, frisch gewählter Bundespräsident, auf Mallorca in einer Villa war. Die gehörte Carsten Maschmeyer und da ist er schnell wieder ausgezogen, nachdem das. Nein, da ist er die ganze Zeit da geblieben. Das war, glaube ich, ohnehin nur für 10, war ein Kurzurlaub für 10 Tage. Das ist ja auch erst bekannt geworden, da war er dann auch fast schon wieder weg. Und zwar musste er dann überraschend weg. Das war genau in der Zeit, als dieses furchtbare Unglück in Duisburg passierte, Love Parade. Richtig. Da musste er dann ganz schnell nach Deutschland zurück. Und dann hat er erst hinterher gemerkt, was